Du wirst gleich sterben. Ich hab dich gewarnt. Wir sind jetzt hier, müssen also ganz nach links und einmal nach oben. Und dort machen wir den Schlüssel rein und entnehmen einen Sack. Was soll ich denn mit einem Sack? Geh beiseite oder sei zercrashed. Ah, 4 Heiltränke. Ja gut, das ist eine Sache, die ich eigentlich schon immer mal machen wollte. Einfach mal ein paar Heiltränke herstellen. Das machen wir gleich. Schöne Sache, 4 Heiltränke. Schlafen. Es sind wieder 3 oder 4 Kreaturen oben tot. Und ich habe da, glaube ich, noch mehr Schlüssel glänzen sehen. Dann kriegen wir die anderen Türen auch noch auf. Wir müssen nur weglaufen. Ach. Weglaufen heißt nicht rein ins Loch. Verdammter Dreck. Speichern. Mich wundert sowieso, ein Achievement in dem Spiel ist es... Ach, du bist gar nicht der Würfel. Ist es... 50 von den Tränken herzustellen. Geh weg. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das kriegen wir hin. Da kommt ein Dino. Der kommt nicht mehr lange. Okay. Nein. So ist das gut. So mag ich das. Nun stirbst du. Ja, ich glaube nicht. Wir haben bisher ziemlich viel vertrieben. Ziemlich viel getötet. Und jetzt bist du erstmal an der Reihe, mein Freund. Ich habe ihn gesehen. Ich weiß, wo wir ran müssen. Und du stehst gerade da drauf. Oh nein. Ganz ruhig. Wir müssen nur noch ein einziges Teil rausholen. Und das ist der Orb, den wir damals reingeparkt haben. Nee, hier ist das nicht. Jetzt ist er oben, ne? Verdammt. Das heißt, er kommt jetzt zur Seite. Das würde mir also nichts bringen, wenn er... Wo kommst du denn schon wieder her? Oh nein. Ich bin unsichtbar. Das war dumm, aber lieber hier als tot. Rasia erholt sich nicht, weil sie kein Essen hat. Sie hat Hunger. Baal sieht auch nicht gut aus, Rudi. Ihr müsst euch alle erholen. Jetzt kriegt auch noch Raxmat Hunger. Essen Pilz. Du isst auch schon mal ein Pilz. Und du isst ein Blaubeerkuchen. Ja, natürlich. So. Mit O. Wo bin ich denn jetzt? Wo ist der Teleporter? Verdammt. Der ist rechts rum, dann links rum. Aber da kann ich ja gar nicht durch. Da ist doch Schrott. Ach, Leute. Speichern. Es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Wir haben sehr, sehr viele Viecher vernichtet. Sehr viele hat auch der Würfel vernichtet. Wir sind hier im Dunkeln. Eins, zwei, drei, vier. Hab ich. I feel Schmerz. Du bist zu weit gegangen. Jetzt ist er richtig böse. Wow, ich hau mal kurz ab.
Der ist richtig wütend. Und da liegt er, der Goldorb. Nun bin ich gespannt. Jetzt müssten wir ihn doch vernichten können. Speichern wir. Jetzt heißt es im Prinzip nur noch aufwäschen. Immer schön alles raufhauen, was geht. Feuerbälle. Ah, wo bist du? Da bist du. Ja, funktioniert. Du hast mich nur wütender gemacht. Damit bin ich einverstanden. Save the game. Ob wir den jetzt mit diesem Teil hier nochmal stoppen können? Wo bist du? Nee, das funktioniert nicht. Das kann nicht passieren. Was kann nicht passieren? Dass ich dich töte, das funktioniert wunderbar. Okay, okay. Wir haben ihm alle vier Teile geklaut. Ich gehe jetzt nochmal zum Kristall, vielleicht ein letztes Mal. Eigentlich brauche ich noch einen Kaffee. Wo ist eigentlich mein Kaffee? Ich drehe bald durch. Es ist schon wieder eine halbe Stunde, sitze ich an diesem Würfel bei. Das kann nicht Warzenschwein. So. Ab jetzt wird's lustig. Jetzt dürfen wir draufbashen, so viel wir wollen. Der Würfel kann nicht mehr viel machen. Ich habe bloß Angst, dass der wirklich wütend wird und dann wie ein Berserker durch die Halle rast. So. Wenn sowas passiert, warnt mich bitte vorher. Macht ihr eh nicht, weiß ich ja. Weil die Folge schon längst aufgenommen ist, wenn ihr die seht. Ha, 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 ha. Aber gut. So, rechts rum. Und dann hoch. Speichern. Es tut mir leid, dass ich so oft speichere. Im Prinzip ist das wie Cheaten, aber das ist mir im Moment relativ egal. Selbst wenn es mich tötet, werde ich dich zercrushen. Was ist denn nun schon wieder neben mir gekrochen, dass ich nicht zur Seite konnte? Ach, diese Viecher gehen mir so auf die Nerven. Kannst du die nicht alle zerstampfen? Erstmal weglaufen. So, Zauber vorbereiten. Mein Gedanke verschwindet oder mein Mind? Was war nochmal mein Mind? Das kann nicht passieren. Es passiert gerade, mein Freund. Find dich damit ab. Speichern. Wir haben sehr viel Schaden gemacht. Nein, nicht schlafen. Gut, dass wir gespeichert haben. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Man sollte niemals schlafen, wenn ein Riesenwürfel hinter einem her ist. Nein, das kann nicht passieren. Ah! Und du? Was jetzt? Der Berg wackelt. Master of the Dungeon. Errungenschaft freigeschaltet.
Das war The Legend of Grimrock. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerade auch das Ende war doch echt tückisch, echt trickreich. Ich freue mich riesig, dass meine Mutter am Ende dabei war. Dieses Resümee allerdings nehme ich schon wieder im Nachhinein auf. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, denn wir wollen ja noch eine ordentliche Bewertung abgeben. Fangen wir an mit der Grafik von Legend of Grimrock. Um ehrlich zu sein, ist diese Grafik eher etwas für richtige, wahre RPG-Freunde, allgemein dieses Spiel. Beziehungsweise für Dungeon-Crawler-Fans. Denn es gibt nicht so umfangreiche Grafik. Was aber bei diesem Spiel hier gar nicht so schlimm ist. Schade nur, dass es nie irgendwie ein richtiges Intro gab. So ein richtiges Video, so ein Intro-Video. Sondern nur eine kleine Bildershow, in der dann so ein bisschen was gestanden hat. Ich hätte mir auch einen Sprecher gewünscht, einen, der so richtig episch klingt, der richtig Party macht. Diese Credits sind übrigens nicht besonders lang, wie ihr merkt. Das haben nicht so viele Leute gemacht. Umso schöner, dass ich noch ein bisschen länger aufgenommen habe. Oh Mann. Schön animierte Gegner gab es ebenfalls, wie abwechslungsreiche Stages und das Ganze natürlich, um die Eintönigkeit ein bisschen zu vermeiden. Denn wenn jede Stage genauso ausgesehen hätte wie die nächste, wäre es schade gewesen. Daher gibt es für diese Grafik 80 Punkte, 80%. Aufbau und Struktur des Spiels. Ich glaube, wir hatten jetzt 16 verschiedene Etagen mit unterschiedlichen Rätseln, unterschiedlichen Monstern, gefühlten mehr als 50 Secrets. Ich glaube, das waren sogar mehr als 50, wenn nicht sogar 60 Secrets. Hier jetzt versuche ich gerade nochmal so ein bisschen was zu machen, ohne ihn zu töten. Aber ich habe gemerkt, wenn man alle Teile rausnimmt von ihm, dann hat man gar nicht mehr die Zeit. Also ich versuche jetzt hier noch die Schlüssel zu finden und irgendwie die Türen aufzumachen, in der Hoffnung wenigstens das Set noch komplett zu kriegen. Aber ich schaffe es einfach nicht. Ist nicht möglich. Vorher ist das Spiel vorbei. Ja, zurück zur Aufbau und Struktur des Spiels. Gefühlte über 100 verschiedene Gegner. Doch was ich schade finde, das habe ich auch mehrfach erwähnt, ist, dass wir bei so vielen Elementaren, die wir bedienen können, gerade mal die Feuerelementare als Gegner da waren. Das hätte man noch anders machen können. Es gab einen einzigen Endboss, den Würfel. Meiner Meinung nach auch wieder zu wenig und auch zu wenig Möglichkeiten zum Leveln. Trotzdem wir eben ständig hoch und runter sind, haben wir es irgendwie nie geschafft, eine Fähigkeit auch nur komplett voll zu kriegen. Ob das nur die Stärke ist oder sonst irgendwas, wir haben es einfach nicht hinbekommen. Schade eigentlich. Ich hätte auch gerne einfach so gelevelt, der Zeitdruck hat's, aua, aber nicht ganz so zugelassen. Finde ich auch schade. Der Zeitdruck, den man im Prinzip hat, weil man ja das ganze Essen und sowas alles haben möchte und essen muss und irgendwie überleben muss und ja, da hat man einfach Zeitdruck gehabt. Deswegen, weil man die Steuerung auch einfach lernen kann, gibt es für Aufbau und Struktur 82%. Nicht das volle Maß, aber immerhin, da sollte sich der Macher von Legend of Grimrock oder die Macher auf jeden Fall freuen. Die Story. Es gibt Leute, die wegen ihrer Verbrechen irgendwie in einen Berg reingeschmissen werden, der als riesiges Gefängnis dienen soll und gleichzeitig auch als Probe, als Strafe. Wenn man wieder rauskommt, kann man sich selber, ja, befreien damit. Man ist also wieder offen, man darf wieder raus, man ist frei von allen Sünden, die man jemals begangen hat, aber keiner ist bisher rausgekommen außer uns. Und die Frage ist jetzt, was geschieht mit dem Mount Grimrock nun, da er weg ist? Was geschieht mit den ganzen Verbrechern? Was hat der König vor? Wo wird er die Leute demnächst unterbringen? Ich glaube, das ist eine Sache, die wir dann in Legend of Grimrock 2 herausfinden werden. Und deswegen finde ich es auch schade, dass man hier in der Story nicht ganz so viel darüber mitbekommen hat, wie es weitergeht. Auch so, mit Torum. Wo kommt Torum her? Was hat er verbrochen? Ich hätte gerne mehr über ihn gelernt. Toll ist wenigstens, dass wir da ein Achievement bekommen haben. Reiche Torum die Hand. Das haben wir getan. Ja, das Ende kam meiner Meinung nach zu plötzlich. Auch die paar Grafiken, die dann geschrieben wurden oder erschienen sind, die waren jetzt nicht besonders doll. Und eigentlich hatte man nur Frohsinn, dass es endlich vorbei war. Das war's dann schon. 78% daher für die Story, nicht mehr. Die Musik. Musste eigentlich gar nicht so häufig sein, denn Hintergrundgeräusche sorgten genug für Stimmung. Kann man so sagen. Man musste, ja, die verschiedenen Gegner kommen hören
und konnte sich auch angewöhnen, der Gegner hat zum Beispiel das eine, dass er eben mit den Zähnen klappert, der nächste, der klappert mit den Rasseln und der nächste, der klappert eigentlich am ganzen Körper. Man hat es gehört, auch die Feuerelementare oder diese anderen Viecher, die dann immer dieses Wusch hatten, hat man sofort um die Ecke kommen hören. Dennoch gibt's garantiert irgendwie Musikstücke, die man für sowas verwenden kann. Und das Intro-Lied ist eigentlich der perfekte Beweis. Das war eigentlich schön, das habe ich auch gerne mal gehört, so zwischendurch, wenn ich dann eine rauchen war, habe ich das einfach mal so laufen lassen. Da war ja sowieso gerade Pause, da hatten wir gespeichert, ab zurück zum Titelbildschirm und schon ging's los. 74% daher nur für die Musik und Geräusche. So, damit sind wir auch schon so ziemlich am Ende. Nostalgiefaktor gab's keinen, deswegen auch keine Wertung. Das werden wir dann wahrscheinlich bei Legend of Grimrock 2 mitbekommen. Und Wiederspielwert gerne. Also ich würde es gerne wiederspielen, wenn auch nur mit einer Karte, um die ganzen Secrets dann auch wirklich alle mitzunehmen und die fünfte Etage sowas von komplett zu machen. Das hat mich so geärgert am Ende. Aber egal. Gibt einen Pluspunkt für den Wiederspielwert. Insgesamt sind wir also bei 80% für die Grafik, 82% für Aufbau und Struktur, 78% für die Story und bei 74% für die Musik macht insgesamt 314. Durch vier Faktoren sind 78,5, gerundet 79 und plus 1 80 Punkte. Legend of Grimrock bekommt 80 Punkte. Ich freue mich riesig, diese an Legend of Grimrock verteilen zu dürfen, an die Macher von Legend of Grimrock. Freue mich auch riesig, dass es euch gefallen hat. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so umfangreich wird, dass doch ein paar Leute zusehen. Ist ja immerhin nur ein kleines Side-Spiel, kein Mainstream. Und freue mich auch auf den nächsten Teil, Legend of Grimrock 2 und hoffe, dass ihr dabei seid. Euer Wieso Zimt. Danke fürs Ansehen und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, macht es einfach. Bis nachher.